Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesch öffnen. Unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Geduld, Lara. Jetzt! Bogenschusstechnik aus Byzanz. Glocken. Die alte Stadt ist nah. sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen, als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen, aber sie nahmen mir meine Klingen, selbst bewaffnet, könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Es sind so viele. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben.